Hi Janine, vielen Dank für deine Übung. Ich bin heute mehr oder weniger zum ersten Mal, zumindest seit langer Zeit, auf dem Stepper und habe das gerade ganz kurz probiert. Ich bin sehr durcheinander gekommen. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann läufst du erstmal zur Musik. Dann einmal drauf, hoch und runter. Die Hände habe ich noch nicht so ganz raus. Vor. Und dann wieder laufen. Ach, du hast es nochmal gemacht. Eins. Und zwei. Und dann hast du, glaube ich, eins, zwei, drei. Tief, tief gemacht. Und die andere Seite. Eins, zwei, drei. Tief, tief. Und eins, zwei, drei. Tief. Das so rum. Eins, zwei, drei. Tief, tief. Und eins, zwei, drei und tief, tief und dann mal die andere Seite. Eins, zwei, drei und tief. So macht ihr, glaube ich, immer mit etwas mehr Attitüde. Vielen Dank dafür. Ich finde es semi-anstrengend, aber es kommt mit der Länge. Also ich bin zwar ein bisschen außer Atem, aber ich finde es nach ein-, zweimaliger Betrachtung eher schwer, die Koordination hinzubekommen. Du hast aber recht, die Dame, die es erfunden hat, hat wahrscheinlich ihre Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur beanspruchen wollen. Vielen Dank dafür. Und heute nominiere ich wieder mal einen englischen Kollegen, darum geht es englisch weiter. Hello and welcome Simon Lee to the challenge accepted. This week I'd like you to show me your favorite exercise. It can be meditation, it can be a Bagua movement, whatever you want to. Just show me what you got and I'll try to make it myself. See you next week. You got 1 week for that. Bye.